Also Architektur ist für mich dahingehend eine Kunstform, dass man sehr viele Fäden in der Hand hat und sehr viele Möglichkeiten der Gestaltung. Das heißt, der Raum an sich, der Lichteinfall, die Oberflächenmaterialien, die Farben, ja, das ist bei uns schon auch ein Ziel in der täglichen Arbeit aus den einfachen Projekten auch und auch aus den komplizierteren sowieso, da möglichst viel rauszuholen. Hallo, mein Name ist Lukas Glatz, ich bin Architekt in Augsburg. Hallo, mein Name ist Manuel Guimaris. Ich bin auch Architekt und wir haben zusammen seit 2017 hier unser Büro in Augsburg. Für mich persönlich ist es schon ein absoluter Ansporn, der Kunstförderpreis. Das Architektendasein ist ja schon auch immer ein Kampf, also gerade wenn man Architektur mit Kunst, dann ist es ja eh in den wenigsten Projekten dann der Fall, dass man da wirklich dann das als Kunst wahrnehmen kann. Also ich finde es erstmal eine schöne Anerkennung, auch als, dass es erstmal als eine Kunstform auch anerkannt ist, sozusagen, und auch der Öffentlichkeit auch irgendwo dargestellt wird und an die Öffentlichkeit herangetragen wird. Das ist für uns natürlich toll. Ja, ich glaube, allgemein ist es ja schon so, dass es für uns einfach schwierig ist, auch finanziell gesehen, da Fuß zu fassen und an die entsprechenden Projekte ranzukommen, vor allem wenn man eben jetzt einen höheren Anspruch hat. Von dem her ist da jede Unterstützung natürlich sehr willkommen, um diesen Weg weitergehen zu können auch. Ja. Mein Name ist Hans Schuller. Ich bin einer von drei Juroren, die 2020 für den Fachbereich Architektur die Jury führten. Bei den diesjährigen Preisträgern, den Architektenkollegen Glatt und Guimaris, konnte uns von Anfang an überzeugen, dass die Stringenz, mit der sie ihre Studienarbeiten vorangetrieben haben, mit der Erfindungskraft, mit der sie an diese Aufgaben herangingen, sich auch in ihrem zukünftigen Berufsleben widerspiegeln. Als Beispiele wurden hier genannt ein Einfamilienwohnhaus am Ammersee, das mit seiner Detailtreue und mit seinem Umgang mit der Topografie durchaus überzeugen konnte, sowie auch mit verschiedenen Wettbewerbsarbeiten, die mit ihrer Prämierung durchaus auch zeigen, dass in diesen beiden Herren ein großes kreatives Potenzial schlummert. Also ich glaube, das gemeinsame Ziel ist ja, dass man das Büro so aufbaut, dass man schöne Projekte machen kann, wertvolle Projekte auch hier für die Umgebung machen kann. Also wir sind ja schon sehr verankert auch im Augsburger Raum. Ja, ich glaube, das ist vielleicht eher eine allgemeine Vision. Das natürlich nicht nur funktioniert, wenn da Architekten oder Künstler da sind, die gewillt sind, irgendwie tolle Projekte zu machen, sondern dass da die Gesellschaft auch gefragt ist und dass natürlich auch die Bauherren gefragt sind, da einfach einen Anspruch zu hegen. Da habe ich schon die Hoffnung, dass wir dadurch die qualitätvolle Arbeit auch einfach den Leuten zeigen können, dass das wichtig und dass das richtig ist, was wir machen und dass das die Zukunft sein muss eigentlich. Das Besondere am Ballett ist für mich, dass ich mit meinem eigenen Körper meine Emotionen an jemanden weitergeben kann, ohne irgendwelche Wörter benutzen zu müssen. Ich bin Valentin Schubin, ich bin 16 Jahre alt und habe 6 Jahre im Tanzstudio Fancy getanzt, bis ich vor 2 Monaten an der Ballettakademie in München angenommen wurde. Ich habe angefangen zu tanzen mit 8 Jahren und
da war es eher nur so Nationaltanz, Jazz und Hip-Hop, bis ich dann irgendwann mal gezwungen wurde, Ballett zu tanzen. Und anfangs hat mir jetzt nicht so Spaß gemacht, aber mit der Zeit, weiß ich nicht, wurde es zur Leidenschaft. Der Kunstförderpreis ist für mich eine Unterstützung nochmal und eine Bestätigung nochmal, mir zu sagen, dass ich bereit bin, um meine Karriere weiterzuführen. Was mir am Ensemble von Augsburg gefällt, ist, dass jeder Tänzer unterschiedlich ist und auf seine Art individuell ist. Andere Theater, die suchen halt spezifisch Leute aus, die gleich groß sind oder gleich gebaut sind, und im Augsburger Stadttheater ist es halt anders. Also die Unterstützung von meiner Familie war immer da, nur das Umfeld hat nicht immer erfreut darauf reagiert, dass ich tanze. Das Mandan-Stück wurde von Emma Kawaguchi choreografiert und es handelt von mir, wie ich versuche, einen Schritt weiter zu gehen, aber von jedem nach hinten gezogen werde, aber es dann am Ende doch schaffe, einen Schritt nach vorne zu machen. Mein Name ist Erich Peyer, ich bin Mitglied in der Jury für den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg, Sparte Ballett. Neben dem Leiter, das ist der Ballettdirektor Ricardo Fernando, die stellvertretende Ballettdirektorin Carla Silva und Jas Otrin vom Deutschen Tanzverband. Bei Valentin Schubin war in erster Linie faszinierend in den jungen Jahren die Disziplin und auch dieses hundertprozentig konzentrierte und entschlossene, mit dem er sich in den Beruf und in die Aufgaben begeben hat. Man an der Technik, im Klassischen konnte man nichts mehr bemängeln, aber in der modernen Variation hat man dann eben gesehen, wo er eben hingehen kann, wenn er wirklich ganz, ganz frei ist. Und wir waren uns alle sicher, wenn er jetzt in sehr, sehr gute Hände kommt, von der pädagogischen Seite her, sprich eine staatliche Ausbildungsstätte, dann haben wir wirklich in Augsburg wieder ein Talent, das wir dann später auf den Bühnen sehen werden. Die Mitglieder vom Staatstheater Augsburg sind für mich Idole, weil irgendwann mal in ein paar Jahren möchte ich auch im Staatstheater Augsburg auf der größten Bühne stehen. Ich habe das dann so Stück für Stück für mich entdeckt, dass diese schiefen Töne ja irgendwie auch Musik sind. Und was für eine Kunst und was für eine Leidenschaft dahinter steckt, sich spontan im Moment ausdrücken zu können und die Sachen so zu nehmen, wie sie kommen. Hallo, mein Name ist Lukas Langut und ich bin derzeit Musikstudent. Genauer gesagt studiere ich Jazzklavier in Nürnberg. Ja, dass ich den Augsburger Kunstförderpreis in der Sparte Jazz jetzt gewinnen durfte, bedeutet mir wahnsinnig viel, weil das in der Jury lauter Menschen sind, zu denen ich sehr, sehr lange aufgesehen habe, und mich dann sozusagen mal vor ihnen beweisen zu dürfen oder mal zu zeigen, wie ich mich entwickelt habe, und dass das dann gewürdigt ist, ist für mich natürlich eine unfassbare Auszeichnung. Gleichzeitig verbindet das jetzt natürlich noch mal mehr mich, der ich ja gerade in Nürnberg studiere, wieder mit meiner Heimatstadt und zeigt mir, dass auch da das gewertschätzt wird, was ich tue, was ich wunderschön finde. Die Orte, die in Augsburg für mich musikalisch wichtig sind, sind vor allem natürlich der Jazzclub Augsburg, das Neruda und teilweise auch die ganze Stadt im Sommer, wenn es heißt Play Me I'm Yours und überall Klaviere verteilt sind. Ein
Nachdem ich in letzter Zeit auch kompositorisch relativ aktiv war in verschiedenen Bereichen, also durfte für ein Hörspiel komponieren, ich glaube, da darf ich noch nicht zu viel verraten, aber darüber hinaus auch immer wieder für verschiedene Freunde in der Tanzmusik Sachen aufnehme, habe ich mir vorgenommen, mit dem Preisgeld ein neues Stage-Piano zu kaufen, das mir einerseits ermöglicht, noch mehr Gigs zu spielen und gleichzeitig auch flexibel aufnehmen zu können, was, glaube ich, heutzutage eine wichtige Fähigkeit ist. Mein Name ist Walter Bittner. Ich bin Mitglied der Jury für die Vergabe des Kunstförderpreises in der Sparte Jazz. Da war ich zusammen mit der Kollegin Martina Eisenreich und den Kollegen Wolfgang Lackerschmidt und Stefan Holstein. Lukas ist mit seinen 21 Jahren, hat schon eine super instrumentale Fertigkeit entwickelt und er hat einfach eine unglaublich authentische und sympathische Art im Vortrag und er spielt mit Leidenschaft und das war auch für uns bei der Jury ein ganz wichtiger Punkt. Die Eigenkompositionen von Lukas sind sehr gehaltvoll und haben Stil. Und auch seine Interpretation von Jazz-Standards lassen das Original nie außer Acht, aber tragen doch eine sehr starke Eigenständigkeit. Wo ich mich in 10 Jahren sehe, ich glaube, in der Zeit möchte ich noch ein bisschen die Welt bereist haben, sofern das möglich ist. Es gibt natürlich Städte, die gerade Jazz-Metropolen sind, wo man, glaube ich, für sich persönlich wahnsinnig viel mitnehmen kann, sei es jetzt Köln, Berlin oder New York. Ich habe aber nicht vor, ich glaube, da mein Leben zu verbringen. Letzten Endes, glaube ich, zieht es mich schon wieder in die, ja, hier nach Bayern, in den Süden, weil es ist gewohnt. Ich habe hier meine Leute und ich mag die Szene, ich mag die Musik, die hier gespielt wird. Von daher, vielleicht sehe ich mich in 10 Jahren als Zurückgekehrten. Also ich sehe keine strikte Trennung zwischen U und E, wie es immer so schön heißt, zwischen Unterhaltung und ernsten Stoffen, sondern ich finde, dass ein ernster Stoff auch unterhaltsam sein kann und ein unterhaltsamer Stoff auch einen ernsten Anspruch beinhalten kann und finde das sehr schön, wenn das verschmilzt in einem Text. Und das zieht sich eigentlich durch alle meine Arbeiten. Ich bin Florian Moch, ich arbeite bei der Augsburger Puppenkiste, wo ich unter anderem Marionetten baue und spiele, Stücke schreibe und inszeniere. Also die Augsburger Puppenkiste war sozusagen die Initialzündung für mein späteres Hobby und meinen späteren Beruf. Dass ich hier mal arbeiten werde, war nicht so klar von Anfang an. Das Ganze hat sich über die Jahre so entwickelt. Also ich habe zwischenzeitlich in Berlin gewohnt und dort studiert, habe natürlich auch in andere Berufsfelder im Theaterbereich reingeschnuppert. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich hier tatsächlich gelandet bin nach dem Studium. Über den Preis, der in diesem Fall schönerweise auch mit einem Preisgeld verbunden ist, freue ich mich besonders, weil das eine schöne Anerkennung für die Arbeit ist natürlich. Also meine Arbeiten setzen sich aus verschiedenen Teilarbeiten zusammen, wenn man so will. Auf der einen Seite natürlich die Marionetten, die gebaut werden. Dann aber auch ganz wichtig der Text, die Textbücher, Drehbücher, die sozusagen die Grundlage, das Rückgrat für die Bühneninszenierung oder auch für Filmprojekte bilden. Und ich freue mich besonders, dass dieser Teilaspekt mit dem Kunstförderpreis ausgezeichnet wird. Mein Name ist Jürgen Hillesheim. Ich leite die Brecht-Forschungsstätte Augsburg, bin Professor an der Universität Augsburg und Jurymitglied des Kunstförderpreises. Zu der Jury gehören überdies Professor Dr. Matthias Meyer, Lehrstuhlinhaber für Neue Deutsche Literaturwissenschaft, Studiendirektor Matthias Färber und Lutz Kessler, der ist Chefdramaturg des Augsburger Staatstheaters. Florian Moch ist in der Lage, im allerbesten Sinne des Wortes die Puppen tanzen zu lassen. Seine Bearbeitung von Wagners Ring ist gescheit, virtuos, durchsetzt mit großem und brillantem Humor.
Er ist in der Lage, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Gleich zu Beginn deutet er die Handlungsstränge an, die dann ganz stringent und nachvollziehbar fortgeführt werden. Er bezieht sich permanent auf aktuelle gesellschaftliche Probleme, ohne dass das an den Haaren herbeigezogen allzu moralinsauer wirkt. Und was das Allerwichtigste ist, er geht mit der Vorlage augenzwinkernd ironisierend um, aber niemals desavouiert oder verrät er die Vorlage. Also ich halte es wirklich für ein grandioses, gelungenes Werk. Beim Ring des Nibelungen war der Ansatz, nicht Wagner-Kenner anzusprechen, also dieses Publikum ranzuführen an Wagner, an den Ring des Nibelungen, aber gleichzeitig auch die Wagner-Kenner, die Wagnerianer nicht auszuschließen, sondern auch denen neue Interpretationsangebote, Möglichkeiten zu machen und neue Zugänge zum Stück zu finden. Die Bremer Stadtmusikanten sind ein Stück, was in erster Linie natürlich Kinder anspricht, in dem es aber auch viel um Themen wie Altersarmut geht. Die Rente reicht nicht, vereinfacht gesagt. Also es sind auch viele Themen drin, mehr oder weniger versteckt, die ein Erwachsenenpublikum interessieren dürften. У нас же сегодня праздник, да, и я вот, почему я эту водку принесла, да? Я сегодня именинница. И я хотела вам рассказать, что я хочу уехать в Москву. Дом продать, здесь с делами закончить и в Москву. Unser Bruder wird wahrscheinlich Professor. Er wird sowieso hier wohnen bleiben. Ja, hallo, ich bin die Daria, bin 21 und studiere zurzeit im dritten Semester Theaterwissenschaft. Ich glaube, es ist eher der Zufall, dass ich dann in einem P-Seminar im Gymnasium hier in Augsburg dann auf der Bühne stand und dann gemerkt habe, dass sich das ganz gut anfühlt. Also, dass sich das ganz natürlich in mir auch anfühlt. Bei heißem Wetter möchte man so trinken, wie ich jetzt arbeiten möchte. Also in dem Theaterensemble, in dem ich bin, das heißt das Theaterensemble, da bin ich jetzt seit 3-4 Jahren, glaube ich. Und seit ich im Theater bin, merke ich, dass Augsburg eine Kulturstadt ist, die viel hat und auch zeigt und zeigen möchte. Man muss, glaube ich, nur die Personenkreise finden. Für mich ist der Kunstförderpreis ein quasi gesunder Ego-Push, den ich für mein Selbstbewusstsein und mein Selbstvertrauen nutzen kann. Also so, dass ich mir selber auch sagen kann, okay, ich kann das und nicht mehr so kritisch mit mir selber bin, sondern ich weiß, okay, da sind wohl Qualitäten, vielleicht auch ein Talent dabei und ich sollte da auf jeden Fall weitermachen. Und das hat es mir gezeigt, dass auch andere Leute das sehen, vor allem qualifizierte Leute, die einen Blick darauf haben. Und das macht mich sehr froh und stolz. Das ist ein Gefühl, das ich eher selten habe mit mir. Kinder unterrichtet oder Maschinist bei der Eisenbahn? Mein Gott, das ist es doch nicht, dass man ein Mensch ist. Ja, lieber ein Ochse sein. Lieber ein einfaches Pferd sein. Nur arbeiten! Mein Name ist Nicole Schneiderbauer. Ich arbeite am Staatstheater Augsburg, bin dort Teil der künstlerischen Leitung im Schauspiel und Hausregisseurin. Und war dieses Jahr Jurymitglied für den Kunstförderpreis im Bereich Schauspiel. Mitjurorinnen waren Susanne Reng hier vom Jungen Theater, Sebastian Seidel vom Ensemble Theater und Ramin Anaraki, der an der Falkenberg-Schule Dozent ist für Schauspiel. Daria Welsch hat uns besonders überzeugt durch ihre unbeschwerte und sprühende Vitalität. Sie hat in ihren beiden Monologen, die sie präsentiert hat, eine wunderbare Leichtigkeit einmal gezeigt, dann aber auch wieder melancholische Ernsthaftigkeit und vor allem eine große Klarheit in den spielerischen Haltungen. Und was uns besonders beeindruckt hat, war aber zu sehen, welche Entwicklung sie genommen hat. Sie hat sich letztes Jahr schon beworben beim Kunstförderpreis, dieses Jahr wieder, und man konnte einfach einen riesigen Entwicklungsschub sehen. Und das hat natürlich dann den Ausschlag gegeben, weil wir gedacht haben, so viel Talent muss gefördert werden. Olja, Olja, Olja.
Du siehst in mir immer noch das kleine Mädchen? Und findest es merkwürdig, wenn ich ein ernstes Gesicht mache? Ich bin 20 Jahre alt.